So, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Star Wars Jedi Fallen Order. Da leuchtet schon rot. So, ich muss gerade überlegen, ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal gemacht hatten. Ich meine hier den Raum vorher, ne? Wir sind ja jetzt in... Okay, Fähigkeiten haben wir keine mehr. Wo sind wir? Genau, in diesem Tempel, oder? Sind wir da? Ne, wir sind... Ah, genau, hier auf, will die Karte aufmachen. Genau, wir sind auf Zepho noch. Und sind hier mittlerweile in diesem Gebiet drin. Okay, das sind die unterschiedlichen Ebenen. Perfekt. Genau, wir waren vorher hier oben, sind hier irgendwo mit dem Raumschiff angekommen. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wo genau das war. Und jetzt sind wir hier mit so einem komischen Ding runtergefahren und müssen hier diese Grabstätten suchen. Genau, hier sind wir jetzt. Wir sind von hier drüben rübergekommen. Genau, da hat das Ganze begonnen. Dann sind wir hier einmal lang durch diesen Raum durch. Und dann einmal hier rüber. So, ich muss mal gerade schauen. Wir müssen da oben hin. Boah, irgendwie werden wir schon einen Weg finden, ne? Das klappt schon. So, gucken wir mal. Sind wir hier schon? Ja, ich glaube, hier hatte ich schon versucht. Genau, da komme ich nicht hoch. Okay. Da kommen wir auch nicht durch, weil es nicht geht. Sorry, das war ein Fail. Ah! Genau. Sorry. That was not good. Ja, ich habe mal gerade ganz kurz mit Maus und Tastatur gespielt. Aber stimmt ja, ich habe das ja letztes Mal... Genau, mit dem Controller hatten wir das ja gemacht. Da war ja was. So, ich muss nur gerade überlegen, wie ich die Macht benutzt habe. Ach, da war das. Das war... Okay, blocken, Macht. Die hintere macht nichts. Springen. Ah, okay, dieser kräftige Schlag und ausweichen. Okay. Alles okay bei dir? Freut mich. Boah, ich würde sagen, schaffen wir schon irgendwie. Gut. Boah, ich habe eindeutig zu lange nicht mehr Star Wars gezockt. Obwohl es erst ein paar Tage her ist. So, gehen wir mal hier runter. Kommen wir hier auch am Ende wieder. Ja, okay, gut, da kommen wir wieder runter. Wieder hoch. So, gab jetzt ein paar Tage lang keine Let's Plays, da ich. Ein paar ziemlich große Probleme mit ziemlich viel Kram hatte. Ich glaube, das erkläre ich nachher mal kurz. Ich muss jetzt erstmal schauen, was ich hier machen muss. Okay, da drüben waren wir ja schon. So, da haben wir ein Loch. Aber wir haben keine Kugel. Das ist ganz was Neues. What the fuck ist das? Okay, cool. Wir haben da also schon mal einen Penner. Ich würde sagen, wir machen einfach mal das hier auf und schauen, ob die Kugel den umhaut. Okay, nee. Umhauen tut sie nicht. Davor auch so was Rotem, ne? Da ist noch was, wo eine Kugel rein kann. Vielleicht liegt ja hier unten eine. Nein. Sollen wir den einfach mal angreifen? Ja, moin.
Hey, BD1. Ah, okay. Viel besser. Hilfst du mir mal? Ja, okay. Wahrscheinlich habe ich mal Macht, hallo? Gut, den haben wir immerhin schon mal bekommen. Perfekt. So, was ist das? Ich seh's mir an. Grabwächter. Grabwächter. Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Leuchtet der Energiekern, kann er mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden, um einen kritischen Angriff auf den Wächter zu ermöglichen. Grabwächter sind alte, von den Sepho konstruierte Automaten, deren Hauptaufgabe vermutlich der Schutz heiliger Stätten war. Da über ihre Fähigkeiten bis heute nur wenig bekannt ist, sollte man sich ihnen nur mit äußerster Vorsicht nähern. Ihre kalten und gleichgültigen Angriffe basieren nicht auf Bosheit oder Selbstverteidigung, sondern sind eine programmierte Reaktion auf Eindringlinge. Aufgrund ihrer mächtigen, nicht blockbaren Attacken sind sie vor allem in beengten Gebieten ohne Ausweichmöglichkeiten äußerst gefährlich. Ihre wichtigste Schwachstelle scheint der Energiekern über dem Oberbauch zu sein. Jede Störung des Kerns müsste ihre Abschaltung auslösen. Ja, ich glaube, wir haben einfach kaputt gemacht. So, da oben. Ich weiß gar nicht, ob da oben auch noch guckt ist. Was ist hiermit jetzt? Kommen wir da jetzt durch? Nee, natürlich nicht. Irgendwie, man muss doch irgendwie noch hier die Kugeln hin und her kriegen, oder? Beziehungsweise diese eine Kugel da. Mit der, glaube ich, kann man nichts mehr machen, ne? Ich würde mal jetzt gerade versuchen, hinten das Tor nochmal zu öffnen, ob die dann weiterrollt. Funktioniert aber auch nicht. Gut, dann müssen wir uns damit zufrieden geben, dass es nicht klappt. So, ich würde jetzt einmal gerade mal kurz speichern. Beziehungsweise meine Energie auffüllen. Denn wir haben bei dem Typen enorm viel Stim und so verbraucht. So, und der, ja, dieser blöde Otto, da ist sogar wieder da. Geil. Gegen den kämpfen wir jetzt aber nicht. Wir wissen ja, es klappt. Das reicht mir vorerst. Ich bin mal da runter. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Das scheint nicht so, aber hier ist halt auch wieder so ein Ding für eine Kugel. Verzieh dich. Junge, ich bin über dir, mich kriegst du nicht. Ich hoffe, der kann hier nicht hoch. Natürlich müssen wir da runter springen. Rollen wäre zwar viel geiler gewesen, aber hey. Geht da? Ne, da kriegen wir auch keine durch, ne? Keine Kugel durch. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Wir klettern hier einfach mal weiter ein Stückchen hoch. Kann man da irgendwo lang? Ne, ne? Vielleicht kriegen wir ja irgendwo am Ende doch noch eine Kugel her. Okay, ich will da oben rein, da ist noch ein Macht. Okay, die habe ich noch nicht gesehen. Könnte das ein Sepho sein? Ein oder eine Sepho?
Und nochmal rutschen. Und... Nein! Wow. Okay, geil. Okay, ich musste an die Wand, ne? An die Wand, an die Wand, an die Wand. Boah, ich dachte jetzt erst, ich falle schon wieder runter. Dass ich das nicht packe, dass ich irgendwie so ein bisschen zu sehr daneben gesprungen bin. So sind wir jetzt eigentlich. So kann ich zoomen. Ach stimmt, das habe ich eben mit der Maus nicht geschafft, das war das Problem. Okay. Gut, wir sind jetzt da, sind von da drüben gekommen. Hier oben geht es ja auch noch irgendwie lang, allerdings können wir da nicht hochlaufen. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir da oben am Ende hinkommen. Wahrscheinlich von hier. Da durch, würde ich sagen, und dann da oben irgendwas. Irgendwie hin, da können wir wahrscheinlich irgendwas holen. Ja, hier mit der Tür habe ich auch keinen Plan, was es auf sich hat. Okay. Okay, das heißt, hier kommen wir vielleicht weiter. Okay, ich glaube, am Ende können wir dann wahrscheinlich hier so einen Zugang nochmal, so eine Art Zugang separat freimachen, so eine Art Abkürzung, dass wir nicht jedes Mal hier langlaufen müssen. Wenn hier alles mit so Dingern zu ist. So, ich habe keinen Bock, dass nachher noch irgendwie wieder rauskommt und mich wieder angreift und platt macht innerhalb wenigen Sekunden. Okay, soll ich darüber springen oder? Ja, das war sowas von klar. Ich habe irgendwas gehört, hier war irgendwas. Frage, ob jetzt Wasser ist. Okay, das pustet von rechts nach links. Muss ich auch. Ne, links irgendwas aufmachen? Muss ich nicht. Ich muss aber darüber, oder? Ja, ich muss auf jeden Fall darüber. Okay, da oben wäre noch eine Tür. Die juckt aber jetzt gerade nicht. Rechts langlaufen geht auch nicht. Ja. Hat es geklappt? Ich glaube, es war gut, dass ich länger nicht gespielt habe. Scheint so, als hätte ich es besser drauf. So, von wo fliegt's? Von rechts nach links? Ja, ich würde sagen, ja. Oh, scheiße. Gut, da muss ich jetzt wahrscheinlich... Das geht, würde ich sagen, von links nach rechts. Wahrscheinlich da hinten irgendwie hin. Das heißt, ich muss ein bisschen daneben springen. Ja. Oh Gott. Wer entwickelt denn so einen Kack hier? Okay, dann... Okay, da oben... Ah, okay, da ist wieder... Da ist mal eine grüne Tür, nicht nur eine rote. Das finde ich schon mal sehr schön. Und schon wieder diese Kackviecher, ey. Ja, wahrscheinlich. Autsch. Ah, okay, wir haben hier einen Speicherpunkt. Perfekt. Dann speichern wir auch direkt mal am Speicherpunkt. So, einmal ausruhen, denn ich will mein Leben von gerade wieder. Und wetten, wenn ich mich jetzt umdrehe, ist dieses Vieh wieder da? Ja. Ja, gut, immerhin sind dann alle weg. So, und dann einmal darunter. Das machen wir einmal direkt mit Anlauf. Und. Natürlich. Ja, wa.
Hilft mir mal jemand? Okay, also wir vermerken. Unzerstörbar. Gut, ich habe keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll. Ah, ich muss erstmal nach. Okay. Wir vergessen das mit dem. Ich habe keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll wieder. Ich höre wieder irgendein Vieh. Ist das überhaupt hier bei mir oder sind das die Dinger unten? Was? Verdammt, R3 ist meditieren, sorry. Hallo. Ich weiß, dass ich wenig Leben habe, du musst nicht komplett dafür pulsieren. Spiel. So, also ich will schon mal anmerken, ich hasse diese grünen Dinger. Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Ah, okay, der Kack pustet die Dinger weg. Cool. Perfekt. Ich feier dieses. Ich feier die Winde gerade. Weil diese Dinge einfach mal kaputt gemacht haben. Oh, nenn ich noch so. Ach, Alter. Ich hab keinen Bock auf die Wächter. Ich gehe einfach mal an dem vorbei, ich habe jetzt keinen Bock auf den. Sorry, aber ne, gar keinen Bock. Vor allem sehe ich auch gerade, man muss gar nicht gegen ihn kämpfen, ich kann einfach vorbeigehen. Der bewegt sich komisch. So. Und dann können wir dann nämlich einmal ganz, ganz zügig und schnell vorbei. Und haben keinen so einen Scheißwächter mehr. Direkt neben uns oder um uns herum. Weil das Vieh nervt. Eben, der hat schon genervt. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal 3 Stims zu verballern. Dafür, dass ich dann 2 Meter danach irgendwo drauf gehe, weil ich kein Leben mehr habe. Nicht durch, schade. Scannst du wieder? BD1. Alte Statuen. Diese Statuen wurden in die natürlichen Wände der Höhlen gemeißelt. Sie stellen Sepho mit Sphären dar. Möglicherweise denselben Sphären, die ihre Gräber mit Energie versorgten. Okay, diese Kugeln sind dann die Sphären, ne? Gut. Hier sind noch mehr mit den Sphären. Und hier fängt es an, lila zu leuchten. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass wir näher kommen. Oder dass wir die Macht oder so nutzen können. Ich weiß nicht, steht lila hier für Macht? Eigentlich schon, ne? Ich würde gerne die Karte haben. Ich kann die Karte aber nicht öffnen. Wow. Konzentration. Oh Mann, ich dachte, ich muss was machen. Keine Aggression, wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad.
Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Blicke immer auf den Ball. Gut, weiter so. Jetzt schneller. Schließ den Test ab. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Schiebe Objekt und Gegner mit der Macht von dir weg. Ja! Endlich! Geil, jetzt können wir überall lang. Korrekt. Sorry, aber ich gehe jetzt nicht direkt durch die Haupttür vorne. Ich weiß, wahrscheinlich jeder will, dass ich da sofort durchgehe. Das war nämlich mein Gefühl, dass hier noch irgendwas Geiles ist. So, wir können auch nochmal da drüben reingehen. Das ist ja kein Problem mehr. So, denn hier ist nochmal eine Kiste. Und noch ein Echo der Macht. Okay, das ist so ein Wächter, ne? Ja, der wurde auseinandergenommen. Der Wächter ist lange zerstört. Grabwächter. Hier wurde vor langer Zeit ein Sepho-Grabwächter, ein mächtiger Automat zum Schutz von Gräbern, zerstört. Und noch eine Box. Hey. Mit irgendwas Coolem drin, hoffentlich. Was ist das, BD1? Neues Lichtschwertmaterial erhalten. Silvianisches Eisen. Okay, schauen wir nachher auf jeden Fall, was es ist. So, und Kabeng. Ja, diese Macht habe ich die ganze Zeit vermisst und darauf stehe ich voll. Ich feiere das. Ich feiere es gerade richtig, weil sowas habe ich die ganze Zeit haben. Kapau, ich zerstöre alles, Ding. Wo bin ich? Ah, da bin ich, okay. Wait, what? Sind wir vorher hierher gekommen? Ja, doch, genau, hier. Ah, okay, dieser Kreis war vorher nicht da. Genau, wir sind hier auf der anderen Seite schon überall lang gerannt. Okay. Ist das die Grabstätte? Ich würde mal sagen, ja. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Mehrere Einträge. Sorry, aber ich muss gerade kurz Pause, weil ich habe gar keinen Bock gerade auf den Grabhüter, so. Einflüsse von Kashyyyk. Während er Sepho erkundete, entdeckte Meister Kardova einen dem weisen Alram geweihten Tempel. Diese Entdeckung enthüllte ihm weitere Geheimnisse dieser alten Kultur, einschließlich ihre Faszination für Kashyyyk, die Heimatwelt der Wookies. Willkommen zu den Wookies! Um mehr zu erfahren, reiste Kardova nun nach Kashyyyk, um seinen alten Freund, den Wookie-Häuptling Tarful, um Rat zu fragen. Oh, geil. Okay, wenn wir zu den Wookies kommen, ist das Game auf jeden Fall mal sehr, sehr geil. Und ja, okay, ich habe halt keine Macht mehr. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt, oder wie? Lade dich auch hoch.
Steh auf. Warum hat dieser Schub nichts gebracht? Dann hätte ich gar nichts gemacht. Ich sehe nach. Aram-Sarkophag. In diesem alten Sepho-Sarkophag ruhen die sterblichen Überreste des weisen Aelram. Letzterer war der erste Sepho, der eine Beziehung zu den Bewohnern von Kashyyyk aufbaute und die Vegetation des Planeten innig liebte. Heute sind seine Überreste für alle Zeiten unter den Wurzeln eines versteinerten Vroshir-Baums begraben. Ist nicht. Das hier soll. Ist. Nee, nur das da ist der Baum, oder? Das aufgemalte. Die wollen mir ja nicht erzählen. Nein, das ist der Stein. Hat keinen Sinn. Reisetier freigeschaltet. Kashyyyk. Gut, als erstes gucke ich einmal hier rein. Denn dahin? Das ist jetzt aber nicht der Weg zurück, ne? Ne, gut. Ah, wir kommen jetzt da oben rein. Okay, geil. Da wollte ich ja unbedingt hin. Och nein. Ja, das wollte ich nicht. Sorry. Aber warum? Der hat sich halt auch irgendwie an den Steinen festgehalten und nicht so richtig da, wo man halt klettern kann oder soll. Hä, laber doch keiner, als ob das Seil jetzt einen Bug hat. Okay, cool. Ich würde sagen, wir meditieren mal, erholen uns mal und gucken dann. Neue Fähigkeiten. Kerl hat seine Verbindung mit der Macht geheilt. Uiuiui. Okay. Das sind ein paar neue Fähigkeiten. So, was haben wir hier denn? Hältst du Schub, kann Kerl Gruppen von Gegnern zurückwerfen und große Gegner ins Wanken bringen. Okay, das ist geil. Kerl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Okay. Hältst du verlangsamen, kann Kerl alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt. Okay. Kerls maximale Macht erhöht sich. Erhöht die Distanz, die Kerl mit seiner Sprintattacke zurücklegen kann. Ja. Ein Luftangriff, mit dem Kerl Gegner in seiner Nähe bei der Landung zurückstoßen kann. Ja. Greift Kerl aus einem Sprint heraus an, kann einen speziellen Lichtschwertangriff ausführen. Okay. Kerl generiert zusätzliches Leben, wenn er einen Stim-Behälter von BD1 benutzt. Das ist nicht schlecht. Kerls maximale Gesundheit erhöht sich. Ja. Kerl lenkt Blasterbolzen automatisch ab, während er sprintet oder seine Wandlauffähigkeit nutzt. Okay, das ist geil. Das bedeutet nämlich, du kannst machen, was du willst, auf jeden einfach zu sprinten und es wird automatisch alles abgewehrt. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, ist das Seil... Okay, sieht. Nee, es sieht nicht gefixt aus. Gut, dann streichen wir das mit da oben hinkommen. Das können wir knicken, weil ich es beim ersten Mal verkackt habe. Bitte zertrümmer den Typen da unten. Schade, macht's natürlich nicht.
Dafür brauche ich Macht. Nee. Okay, ich würde mal sagen, das gerade war echt knapp. Okay, so. Ja, wahrscheinlich. Okay, das bedeutet, ich muss die Kugel da rein und dann schnell da drauf. Nee, ich muss hier wegstoßen. Also. Erstmal so. Hallo, du sollst hier raus. Hier hinten der Eingang ist auch auf. Sind hier zwei auf oder komme ich da oben einfach gleich nur zurück? Nichts, aber hier kann ich lang. Wo sind wir denn hier? Und nochmal eine Kletterpassage. Oh Gott, ich sehe schon wieder die Zeit. Die Zeit, die sie rennt. So. Okay, hier haben wir noch eine Kugel. Komm, klopp mal durch. Nichts sagen, nach Hinweis fragen. Nichts sagen. Hallo? Okay, hier wär's das soweit, ne? Gut, wir haben eine zweite Kugel. Muss die da rein? Ich würde sagen, eigentlich nicht, oder? Ich würde sagen, dass die hier oben rein muss. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir die hier oben hinkriegen sollen. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal gerade hier rein und schauen da mal rein. Ah ne, wir kommen da gar nicht rein. Was ist denn das? Waren wir da? Ah, okay, das ist diese andere Seite da, okay. Gut, wir haben da unten jetzt eine Kugel. Verdammt. Ah, okay, die wird dann wahrscheinlich da... Oh, okay, ich verstehe. Nein, falsche. So, genau, roll da lang.
BD1. Ich brauche keinen Hinweis. Ich schaff das schon. Bleib ruhig. Cooldown. Komm, 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 komm. Und rein. Okay, Scan, mach mal. Das Ding, davon haben wir schon ein paar gesehen. Dieses Grab ist überaus faszinierend. Brauchen wir jetzt von hier eine Kugel oder? Ja, brauchen wir. Okay. Okay, genau. Die muss dann da unten rein. Das bedeutet, die kicken wir jetzt auch den kompletten Weg einmal lang. So, genau da einmal rein. Hopp, komm, mach schon. Okay, ich muss sagen, ich finde es geil, dass man zumindest so seine Macht so lange und so oft benutzen will, wie man kann, wie man möchte. Dass man nicht darauf angewiesen ist, die ganze Zeit zu warten. Ah, okay, da oben fliegt sie schon. Okay, die dreht auf jeden Fall schon mal ihre Runden. Ja, wahrscheinlich rollt sie eben, ja. Gut, dann warten wir, bis sie gerade nochmal kommt. Das hat doch auch was, wenn man hier einfach die ganze Zeit so eine Kugel rollen lässt. Was? Okay. Wir warten nochmal, bis sie ankommt. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall dieses Rätsel gerade noch zu Ende. Und danach würde ich dann auch sagen, was das für heute war. So, ja, hier will ich jetzt mit drauf, bitte. Was ist denn da drüben oben drauf? Ne, da sind wir eben lang gelaufen, oder? Ja, genau, da drüben sind wir eben lang. Da oben würde ich auch noch gerne hin. Da kommt man doch wahrscheinlich irgendwie wieder zurück, ne? Genau, und dann sind wir hier nämlich wieder am Anfang. Ich will trotzdem noch wissen, was da oben eigentlich ist. Da drin. Da war ja unten die Kugel für, ne? Kann man dann irgendwie da... Aber eigentlich kann man da ja nur... Kann man da überhaupt lang? Doch, da muss man... Da kommt man irgendwo hin, ne? Ansonsten würde ich das gerade mal so machen. Oh, gut geschafft. So, genau, dass wir uns hier einmal hochfahren lassen. Siehst du, ich sag's ja, hier ist eine Kiste. Hey! Was war da drin? Neue BD1-Skin erhalten. Und? BD1? Ah ne, Echo. Wollte nur wissen, ob du da bist. Das Relikt ist sehr alt. Gehörte aber bestimmt zu einem Trainingsritual für Machtnutzer der Sepho. Waisentraining. Ein Relikt, das von machtnutzenden Sepho auf ihrer Suche nach Verständnis über Generationen hinweg für Trainingsrituale verwendet wurde.
So. Gut. Ich würde dann auch sagen, dass wir hier speichern. Soweit haben wir hier, glaube ich, alles gemacht. Nächstes Mal geht's dann damit weiter, wieder irgendwie zurück zum Schiff zu kommen. Da muss ich sowieso noch schauen. Okay, das ist da. Und das wird auch wieder ein schöner Weg. Eigentlich will ich hier noch über die ganzen Gänge durchstöbern. Das schauen wir mal. Aber wie gesagt, wir machen hier jetzt erstmal Ende, denn wir sind eigentlich weit über der Zeit. Ja, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, wo wir dann hier rausgehen und dann hoffentlich auch noch in der Zeit den nächsten Planeten erkunden können. Somit dann, bis dann, ciao!